Einen Tag später endet in Augsburg die Flucht eines Mannes, dessen Wirken vor allem in der Schweiz Aufsehen erregt hatte. Damit ist ein weiterer Fall abgeschlossen, über den Sie berichtet hatten, Herr Vetterli. Ja, das handelt sich um Georg Gamrat. Er gab sich bekanntlich Gastarbeitern gegenüber gerne als Polizist aus und beraubte bei dieser Gelegenheit die Gastarbeiter. Im Sommer 68 hat er in Bern seine ehemalige Zimmervermieterin, eine 81-jährige Frau, hat er einen Raubüberfall ihr gegenüber begangen. Nach unserer ersten gemeinsamen Sendung, also im Januar dieses Jahres, hat er sich dann offenbar nach Österreich abgesetzt. In Augsburg wurde er, wie gesagt, von einem Fernsehzuschauer erkannt. Die benachrichtigte Polizei konnte Gamrat festnehmen. Er trug mehrere falsche Personalpapiere bei sich, die vermutlich für ihn mehr als nur Erinnerungswert hatten. Gamrat wird sich auch für Straftaten in Österreich und Deutschland zu verantworten haben. Das Strafverfahren selbst wird hier in der Bundesrepublik stattfinden. Aber auch in Zürich sind inzwischen Nachrichten eingetroffen. Herr Vetterli, was können Sie uns sagen aus Zürich? Nichts Konkretes, aber das überrascht uns eigentlich nicht, weil ja die Fälle nur ganz am Rande an die Schweiz heranspielen. Und die Leute, die in der heutigen Sendung gesucht werden, die scheinen die Schweiz zu meiden. Und darüber sind wir offen gestanden gar nicht unglücklich. Nun ja, die Schweiz hat ja eine sehr gute Polizei, wie Eingeweihte wissen. Vielen wieder einmal, meine Damen und Herren, sieht es so aus, als würden wir in wenigen Minuten die erste Festnahme zu verzeichnen haben, nach unmittelbar